Club TV wird Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Ich begrüße die beiden Trainer Patrick Glöckner und Marco Antwerpen hier bei mir auf dem Podium sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Herr Glöckner, der Gästetrainer, hat immer zuerst das Wort und darf ich Sie direkt um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, dann vielen Dank. Ja, Wahnsinn. Mir fehlen da immer noch so ein bisschen die Worte. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Spiel gesehen haben auf unserer Seite. Wir waren brutal konsequent im Defensivverhalten, wir haben hervorragend gepresst und immer wieder für Entlastung sorgen können, beziehungsweise auch unsere Angriffe gerade in der ersten Halbzeit spielerisch gut gelöst und viele Situationen rausgespielt. Du musst dann einfach das zweite Tor nachlegen und die Chancenverwertung dann entsprechend hochhalten, um gegen so einen Gegner dann auch bestehen zu können am Ende. Natürlich hatten wir auch die ein oder andere Situation zugelassen, aber dafür ist auch die individuelle Klasse und der Mannschaft von Braunschweig auch so gut, dass er da natürlich sich auch die eine oder andere Möglichkeit immer erspielen. In der zweiten Halbzeit hat Marco dann umgestellt und wir haben hat ein paar Stürmer oder offensive Positionen weiter höher geparkt. Dementsprechend mussten wir uns ein bisschen tiefer stellen, beziehungsweise ich musste den einen oder anderen oder die Spieler sich selbst korrigierend zurückversetzen. Das hat uns dann ein bisschen so den Spielfluss nach vorne genommen. Trotzdem haben wir uns in den Situationen immer noch die ein oder andere Möglichkeit erspielt, um da auch wieder ein weiteres Tor zu erzielen. Und dann kam die eine Minute, wo man denkt, jetzt steht die Welt auf dem Kopf, was ist hier eigentlich passiert? Ja, mir tut es extrem leid für die Mannschaft, dass sie nicht belohnt wird, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ich glaube, das Spiel hat kein Verlierer verdient gehabt und die Jungs haben sich aufgeopfert, haben alles investiert, bis auf die eine Minute kann ich dir eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Bin trotzdem sehr optimistisch. Wir wussten, dass es ein extrem langer Weg wird. Du kannst, wenn du nach Braunschweig fährst, nicht davon ausgehen, dass du hier was mitnimmst. Wir haben die Möglichkeit dazu gehabt, dass ist das Positive und für uns zählt, dass wir am Ende über dem Strich stehen. Und wie ich es immer bei jeder Pressekonferenz sage, wenn die Leistung stimmt, so wie es heute war, dann wird es auch am Ende so sein. Und wir lassen uns nicht davon aus der Bahn werfen, dass wir da heute jetzt einfach nichts mitgenommen haben. Für Braunschweig und Marco natürlich alles Gute und ich hoffe, dass ihr es schafft, weil es ist ein toller Verein mit tollen Zuschauern und ihr habt es dann, denke ich, auch hoffentlich am Ende verdient aufzusteigen. Also ich drücke die Daumen. Danke. Vielen Dank, Patrick Glöckner. Ja, Marco, ein intensives erstes Spiel für dich. Vielleicht gib uns eine kurze Einschätzung, wie du es gesehen hast. Ja, erstmal vielen Dank an Patrick. Ich denke, wir waren eigentlich am Anfang ganz ordentlich in der Partie drin und die Analyse ist schon richtig gut, aber wenn man sieht, dass wir die ersten drei glasklaren Chancen im Spiel haben, also dann musst du ja auch eigentlich 1-0 in Führung gehen und da weiß man ja auch, dass dann auch sofort ein ganz anderes Spiel dann entsteht und leider haben wir uns in der Anfangsphase nicht belohnt und genau dann waren wir nicht mehr so richtig gut im Passspiel, in der Ballkontrolle nicht mehr und dann kriegst du dann in dieser Phase noch das 1-0 und da war natürlich dann sofort auch die Verunsicherung bei den Spielern zu merken, das konnte man auch sehen. Wir haben es in der Halbzeit dann besprochen, haben einige Umstellungen vorgenommen. Und auch danach lief es jetzt nicht so optimal, dass wir uns Torschungs- und Torschungs rausgespielt haben. Aber wir hatten schon mehr Kontrolle wieder im Spiel. Chemnitz auch nicht mehr mit den zwingenden Torschancen. Und sind einfach dran geblieben. Und dann hat man gesehen, was einfach möglich ist. Und das 1-1, danach das 2-1 sofort nachgelegt. Und dann merkst du auf einmal, was hier im Stadion los ist. Und das ist eigentlich unser Bestreben, ne? dass die Jungs weiter Gas geben, sie an sich glauben, diese Mentalität auf den Platz bringen. Und dann gewinnst du einfach auch mal so ein Spiel 2-1 kannst damit zufrieden sein. Und ich glaube, da sind wir jetzt erstmal. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Schaue einmal in die Runde, ganz überraschend, wie immer, keine Fragen, dann sage ich vielen Dank unseren Gästen, eine gute Heimreise und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Club TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.